10 Meter vom Pool und 15 Meter von der Kuh, die da oben spazieren geht. Hier laufen die Kühe spazieren auf der Straße. Wunderbar. Wo willst du hin? Auf eure Weide oder was? Auf dem Weg zur Buna-Quelle. Wir machen eine kleine Kreuzfahrt bis zur Quelle im Berg. Es ist 8 Grad Wassertemperatur, Sommer wie auch Winter. Immer. 5 Meter da und hier 10 Meter Tiefe. Mala pećina, to je sam izvor vode, odakle ona izvor. Hier ist die Quelle. Die Quelle ist in 110 Meter Tiefe. Von da kommt das alles hoch. Es war da noch nie jemand unten. Ein französisches Team hat es mal versucht, ist auf 30 Meter gekommen. Einer ist leider aufs Leben gekommen. Seitdem war noch nie jemand da unten. 80% Wasser vom Tod ist, dass die Lungen nicht mehr aushalten konnte. Još dok nije bilo pištera i struje, ljudi koji su živjeli u Derviš kod kući Tekija, imali su konopaci, čamaće, tu su ostavili hranu. Ja, die Leute früher haben, die in diesem Haus gewohnt haben, haben hier ihre deponiert. Ja, sag ich schon. Das strömt, gell? Interessant, ja. Ja, prvi put ja sam izbosla iz Dolina. Ali sam prvi put došla ovdje da vidim ovdje. Sama Derviška kuća stara je preko 500. Da, sam je 500 metara. I na samome vrhu izgrađena je Đuđeva. To je se Stjepan Kula koja i dan danas stoje tu. Stjepan, ja, hajde se iz ovom Gebirgen. Hvala vam što ste došli i posjetili vas. Das ist ein Traum. Ich muss ja auch mal ausbilden, ich darf ja auch nicht fehlen. Und da gehen wir jetzt hoch. In das 550 Jahre alte Haus. No.
da hoch. Da musst du bezahlen. Derwischhaus, 550 Jahre alt. €5 Eintritt pro Person. Also da gehe ich nicht rein. Latschen. Nein. Ich ziehe meine Schuhe nicht aus. Und ich wollte die Wartezeit mit Bier verkürzen. Und was kriege ich nicht? Kein Bier. No Alkohol hier. Und das hier, was ich mache, das geht auch mit Schuhe. Ton, Steine, Scherben. Und das waren die Schuhe, glaube ich. Mein Kommentar dazu musste ich leider löschen. Ist besser. Das ist wohl einmal im Jahr. Deswegen hat Mostar auch einen kleinen Flughafen. Da kommen die Scheichs mit den Privatjets an. Und bis zum Mali Wimbledon stehen die Busse dann. Da laufen die Leute 2 Kilometer bis zur Buna-Quelle. Oh Mann. Natur ist was Feines. Da darf ich nicht hin. Aber 2 Bilder habe ich von oben trotzdem. Was ein Andrang. Wir machen uns auf den Rückweg von der Quelle, fahren wir ein wenig an der Buna längs. So sauber. Und auf dem Rückweg kurz vom Campingplatz, da gab es ja doch noch ein schönes Bier. Wir bleiben noch ein wenig bei Mostar Lagai im nächsten Video. Mehr.